Und schafft, der muss auch über Ende und Anfang sprechen. Auf diesem Kurs endete vor 2 Wochen das Leben des deutschen Formel-1-Rennfahrers Stefan Bellof aus Gießen. Und morgen soll hier die Formel-1-Karriere des Münchners Christian Danner beginnen. Danner hat gesagt, als Formel-1-Rennfahrer dürfe man keine Angst haben, man müsse die Angst in der Box einfach abstellen. Ein mutiger Satz. Aber es gibt auch den Satz, freue dich deines Lebens, denn es ist schon später, als du denkst. Dieser Satz hat Gültigkeit für alle, auch für uns, aber für Rennfahrer ist er von besonderer Aktualität. Heute wurde in Spa das letzte Training absolviert auf einem superschnellen und deshalb auch risikoreichen Kurs. Helmut G. Müller war unser Beobachter. Also sehr positiv finde ich die Reifen, die hier vor den Leitplanken stehen, weil die Energie zu verzögern, auch wenn es nur wenig ist, auch nur einen halben Meter wie hier jetzt, das hilft wahnsinnig bei so einem Aufprall. Ebenfalls sehr gut die Leitplanke von der Mauer weggenommen. Sie haben hier Luft gemacht, die Leitplanke kann also sich verbiegen, kann Energie aufnehmen. Ein Netz, das ist sehr wichtig für die Zuschauer, wenn da Teile rumfliegen, weil das Wichtigste im Motorsport ist doch, dass der Zuschauer nicht verletzt wird. Nur frage ich mich, man hat die Leitplanke jetzt versetzt, warum hat man sie nicht ganz nach vorne genommen? Hier unten ist eine Riesenfläche, aber da ist keine Strecke, also da braucht man keine Auslaufzone. Und hier, wenn man jetzt von der Strecke abkommt, schlägt man immer noch mindestens in 45 Grad Winkel ein. Wenn man die rumgenommen hätte, wäre das eine Leitplanke, wie der Name schon sagt, das würde das Auto abdrehen und der Aufprall wäre nicht so hart. Marc Surer, Schweizer Formel-1-Rennfahrer, kommentierte die inzwischen erfolgten Veränderungen an Bellofs Unfallstelle. So wenige Zuschauer bei einem Formel-1-Training wie diesmal in Spa. Niki Lauda, der Weltmeister, hatte beim Freitag-Training einen Unfall gehabt und sich die Hand geprellt. Der Gaszug an seinem McLaren war eingeklemmt. Er war so schnell nach Wien verschwunden, dass es kaum jemand bemerkte. Zur Problematik der Strecke meinte er, wäre der Unfall in einem Formel-1-Wagen, sagen wir mal so, anders verlaufen? Ja, wenn der Unfall in Formel-1-Autos verlaufen wäre, der gleiche wie Bellof und X, hätten unter Umständen alle beide tot sein können. Weil wenn man sich bei einer so hohen Geschwindigkeit mit freistehenden Rädern berührt, kann man wirklich nicht mehr sagen, was passiert. Und ich bin voll davon überzeugt, wenn ich da unten mit mehr als 200 Stundenkilometer frontal in die Leitschiene mit meinem Formel 1 fahre, bin ich genauso mausetot. Wie wird man als Fahrer mit solchen Ereignissen fertig? Ich meine, die Leute, die sich mit dem Motorsport nicht so intensiv beschäftigen wie wir, die wachen erst immer dann auf, wenn was passiert ist. Ich als Vollprofi oder der sich mit der Formel 1 etwas mehr auseinandersetzt, muss wissen, dass Motorsport gefährlich ist. Wenn ich heute hier mit 300 und mehr Stundenkilometer am Spa herumfahre und es geht am Auto irgendetwas schief an der falschen Stelle, dann geht es mir genauso. Spa, der große Preis von Belgien, der 13. Weltmeisterschaftslauf wird ein ungewöhnliches Rennen. Ungewöhnlich war auch das Training. Zwar hatte Christian Danner, der 27-jährige Münchner, sein Formel-1-Debüt beim deutschen Zackspeed-Team. Hier wechselt er vom Einsatzauto in den Reservewagen. Aber eigentlich verdankt er diese Chance auch nur der Tatsache, dass der Nummer 1-Pilot von Zackspeed, der Brite Jonathan Palmer, hier in Spa ebenfalls vor 14 Tagen einen Unfall hatte und mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegt. Noch nie waren in den letzten Jahren bei einem europäischen Grand Prix so wenige Fahrzeuge am Start. Das neue amerikanische Lola-Team mit Alan Jones fährt hier nicht. Ram hat aus Mangel an Geld und Motoren nur ein Fahrzeug im Einsatz. Nur einen Wagen bringt auch Tyrrell an den Start, das ehemalige Team von Stefan Bellof. 23 Fahrzeuge werden
nur am Start sein. Kein Team muss Angst haben, sich nicht qualifizieren zu können. 26 wären startberechtigt gewesen. Natürlich ist nach Niki Laudas Abreise auch McLaren nur ein Ein-Mann-Team. Aber Alain Prost, sein Kollege, hat alles locker im Griff. Der führende Mann in der Weltmeisterschaftswertung fuhr bei allen vier Trainingsdurchgängen in 2 Tagen Bestzeit und startet morgen von der ersten Startposition. Stundenmittel 216 Kilometer im Durchschnitt. Hier die ersten 6 nach Prost: Senna, Piquet, Alboreto, Johansson und Boutsen. Ein pikantes Detail am Rande: für den verletzten und abgereisten Lauda hatte das McLaren-Team blitzschnell versucht, den irischen Routinier John Watson einzusetzen. Aber Entscheidungen dieser Art müssen in der Formel 1 einstimmig erfolgen. Der Einsatz scheiterte am Veto von Ferrari. Und Christian Danner, der deutsche Debütant, Rang 22. Mehr durfte man zunächst auch nicht erwarten. Danner vor dem letzten Training. Vergleiche, gut, ich kann es natürlich nur mit der Formel 3000 vergleichen, den kenne ich sehr gut, weil ich ihn ja fahre. Da muss ich sagen, sind die Unterschiede nicht gar so groß. Von der Leistung her, ja, sicher, man hat ja 300 PS mehr, das spürt man also schon. Im Fahrverhalten an sich ist es eigentlich auch ein Monoposter-Rennwagen und deswegen sind da die Unterschiede nicht sehr groß. Ein paar Details, Sie haben mehrmals das Fahrzeug gewechselt. Welche Gründe gab es dafür? Ja gut, wir haben 2 Autos zur Verfügung, haben wir 2 verschiedene Abstimmungen ausprobiert. Eine mit viel Aerodynamik, also mit viel Abtrieb, und eine mit wenig. Dann haben wir rumprobiert und immer von einem Auto aufs andere gestiegen und jetzt haben wir eine gute Flügeleinstellung fürs Training. Allerdings haben wir jetzt mit dem Auto, was besser gelegen ist, haben wir jetzt Aussetzer. Müssen wir mal schauen, was das ist. Aber ansonsten gehen wir halt wieder mit den Flügeln aufs andere Auto und dann geht's schon. Die Verbindung Zackspeed Danner, ist das nur eine vorübergehende Angelegenheit oder ich nehme an, Sie hoffen, dass es länger dauert? Ja, ich hoffe natürlich schon, dass es länger dauert, aber ich bin jetzt hier als Ersatz für den Jonathan Palmer. Und wir haben jetzt für Spa ein Abkommen getroffen und eventuell eben für Brands Hatch, für das letzte europäische Rennen. Und was das nächste Jahr angeht, da müssen wir noch mal reden drüber. Das letzte Training endete für Danner schließlich so. Hoffentlich bleibt ihm das morgen erspart. Ja.